Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Im letzten Food Diary habe ich versucht, eine Victoria's Secrets Diät durchzuziehen. Das hat ganze 2 Tage lang gut geklappt. Und was dann passiert ist, das könnt ihr euch im Video anschauen. Es ist so ein bisschen schief gelaufen, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, trotz alledem. Aber was passiert ist, könnt ihr dann, wie gesagt, im Video sehen. Und diese Woche geht es jetzt ganz normal weiter. Gestern Abend war ich ein bisschen Cocktails trinken mit meinen Freundinnen und wir haben auch noch Pizza gegessen. Und heute Morgen waren wir in einem richtig schönen Café frühstücken. Wir sollten eigentlich Besuch bekommen, der ist dann nicht gekommen und wir haben dann überlegt, dass wir trotzdem einfach schön frühstücken gehen. Leider war dann da kein Tisch mehr frei in dem Frühstücksladen, wo wir frühstücken wollten, weil eigentlich haben die bis 3 Uhr Frühstück und wir dachten, okay, vielleicht kriegen wir noch einen Tisch. Aber die waren dann alle belegt, deswegen haben wir es nach draußen gesetzt, obwohl es schon eigentlich ziemlich frisch ist. Schon sehr, sehr herbstlich, aber mit Decke und einem warmen Kaffee ging das dann und die haben wirklich die leckersten Croissants gefüllt mit... Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es gefüllt war. Auf jeden Fall waren super viele Mandeln drauf, Puderzucker, super, super lecker. Das ist Café Mirabelle. Da gibt es ein Restaurant und ein Café. Und wir waren eben im Café. Dann waren wir mittags in so einem richtig coolen, das ist so eine Art, ja, Gemeindehaus, aber halt auf cool gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den Tier-Shop kennt. Halt so ein Kramladen mit so cooleren Sachen und alles so ein bisschen bunt. Auf jeden Fall hat der Besitzer davon dieses Gemeindehaus gebildet, gegründet, aufgebaut, was auch immer. Und da gibt es eben jeden Abend so ein Gemeinschaftsessen. Da kann man dann hingehen und zusammen mit anderen am Tisch sitzen und essen. Und auch richtig leckeres Essen. Und das Ganze gibt es am Wochenende eben auch mittags. Und da haben wir halt gegessen. Und ich glaube, jetzt gleich werden wir uns aufmachen, ein Eis zu essen. Es gibt nämlich um die Ecke einen super leckeren Eisladen. Die machen Pralinen selber und eben auch hausgemachtes Eis. Die haben irgendwie nur 4 oder 5 Sorten, aber mega, mega lecker, sehr ausgefallen. Zum Beispiel Apfel, Butter, Eis. Und heute Abend gibt es dann irgendwas, so ein bisschen Restverwertung, weil noch so viele Sachen von der Victoria's Secrets Woche übrig sind, die ich ja dann nicht unbedingt alle gegessen habe. Vielleicht irgendwas mit Brokkoli oder so, mal schauen. Ja, und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Ich melde mich auch nochmal. Gestern Abend gab es tatsächlich was mit Brokkoli. Und zwar Pasta mit Brokkoli. Einfach so ein bisschen improvisiert. Wir haben den Brokkoli so ein bisschen püriert und mit Chili, Knoblauch, also fast wie eine Art Pesto angemacht. Und dann einfach Nudeln dazu gegessen. Ah, und dann haben wir gestern Abend noch Aprikosenmarmelade selbst gemacht, weil ich so viele Aprikosen gekauft hatte. So richtig... Ja, die waren eigentlich schon, ich habe die bei so einem Marktstand gekauft und die waren eigentlich schon schlecht. Also er hat da auch so ein paar schlechte mit reingemischt. Das habe ich jetzt schon öfters die Erfahrung gemacht, dass auf Märkten einem echt manchmal so ein bisschen Mist angedreht wird. Auf jeden Fall waren die anderen halt dann schon so super, super reif und deswegen haben wir Marmelade draus gemacht. Und zwar, ja, einfach ein bisschen eingekocht. Erst püriert und dann eingekocht, damit die halt so ein bisschen feiner wird. Und dann noch ein paar Mandeln reingegeben. Das hatte nämlich eine Freundin von uns letztes Mal erwähnt und das klang richtig lecker. Also einfach, bevor die Marmelade dann zum Abkühlen in ein Glas kommt, noch ein paar Mandeln dazu. Und zwar geschälte haben wir jetzt mal reingegeben. Ja, und heute Morgen gab es dann Chia-Pudding mit eben der neuen Aprikosenmarmelade. Und dann waren wir auf so einer Art Flohmarkt in einem richtig coolen Café. Die haben so einen Flohmarkt veranstaltet. Und danach waren wir mit Freunden noch einen Kaffee trinken. Und ein bisschen Kuchen essen. Ich habe ein Stück Apfelkuchen gegessen, also nur ein Stück von einem Stück. Und ja, bald ist es dann Zeit, wieder was zu essen. Wahrscheinlich gibt es schon wieder Victoria's Secrets Reste, weil noch so ganz viele unterschiedliche Sachen übrig sind. Zuckerschoten und Kohl, Gurke und so. Und das passt eigentlich alles perfekt für so einen asiatischen Salat mit Reisnudeln. Deswegen wird es das wahrscheinlich geben. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns später oder morgen früh wieder. Ich
Bin jetzt gerade auf dem Sprung. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Arbeit. Ist noch ein bisschen ungewohnt für mich, dass ich aus dem Haus gehe zum Arbeiten. Aber ich werde auch die anderen ein oder anderen Tag wahrscheinlich zu Hause arbeiten. Aber heute habe ich eben einfach ein bisschen Brot gefrühstückt und Skyr. Und habe für heute Mittag, richtig cool, noch ein paar Reste von dem Salat, den wir gestern gegessen haben. Diesen asiatischen Salat. Da hat man nämlich super viel von übrig. Den werde ich heute Mittag essen. Und ansonsten gibt es noch nicht so viele Pläne. Schauen wir mal, was sonst heute noch passiert. So, guten Morgen bzw. fast schon guten Mittag. Es ist jetzt fast 11 Uhr und ich habe schon sehr, sehr großen Hunger. Ich habe heute Morgen Brot gefrühstückt mit ein bisschen Marmelade und noch ein kleines bisschen Skyr mit dem größten Pfirsich der Welt. Den muss ich euch mal zeigen. Hier habe ich letzte Woche gekauft, Freitag. Und zwar ist das hier die Hälfte und das ist einfach so unfassbar groß. So groß wie eine Kokosnuss. Ich hatte parallel auch eine Kokosnuss gekauft. Die war genauso groß. Ja, und was ich jetzt esse, ist ein Rest Suppe von gestern. Gestern Abend gab es nämlich super leckere Gemüsesuppe mit Brokkoli, Karotten, Sellerie, Zwiebel und ja, dazu werde ich mir ein Brot toasten, glaube ich. Und zwar haben wir am Wochenende so super leckeres Sauerteigbrot gekauft in so einer richtig coolen Bäckerei in Kopenhagen, die auch relativ bekannt dafür ist. Da war so ein Mann am Diskutieren, warum er denn jetzt kein Brot bekommen könnte. Er hätte das nicht vorbestellt und so. Also das ist ein richtiger Run auf dieses Brot. Da haben wir jetzt den Rest von eingefroren und das werde ich mir eben toasten. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich habe noch ein bisschen Marmelade als Nachtisch quasi. So, das war sehr lecker und ich habe mir jetzt gerade einen Kaffee gemacht im Espresso-Kocher und will mir jetzt ein bisschen Milch warm machen. Machen wir, der Topf schon ganz heiß ist. So, und zwar ist das so eine ganz spezielle, die habe ich jetzt hier neu entdeckt. Vielleicht gibt es die auch in Deutschland, laktosefrei mit Milch und Hafer. Also es ist so gemixte Hafermilch. Es gab nämlich sonst keine Hafermilch. Dann dachte ich, nehme ich doch mal die. So, und dann mache ich mir jetzt einen schönen Kaffee Latte. Weil ich nämlich jetzt bei uns im Büro ziemlich oft einfach schwarzen Kaffee trinke, weil der da eigentlich ziemlich gut schmeckt. Aber ab und zu so ein Kaffee Latte ist ja schon was Schönes. Und dazu gibt es ein paar Kammerjunkere. Das ist so eine Art, ja, Biscotti, also so eine Keksart. Die gibt man eigentlich in Dänemark hier zusammen mit Koldskål. Das ist sowas ein bisschen Buttermilchartiges. Ja, eigentlich eine Mischung aus Pudding und Buttermilch, also so ein bisschen säuerlicher Pudding mit Ei. Und ja, da gibt man das normalerweise rein, zusammen mit Erdbeeren. Das isst man im Sommer ziemlich häufig. Aber ich nasche das jetzt einfach so zum Kaffee. Guten Morgen, ich bin gerade etwas auf dem Sprung. Ich treffe mich nämlich jetzt mit zwei Freundinnen. Eine von meinen Freunden hat nämlich Geburtstag heute und wir treffen uns für ein ziemlich frühes Frühstück. Gerade mal kurz vor 8. Aber da sie nur noch heute in Kopenhagen ist und ich dann auch noch arbeiten muss, ist jetzt schon so früh. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Was gibt's? Ich habe heute Morgen schon Chia-Pudding gefrühstückt. Aber das hält mich nicht davon ab, gleich noch was zu essen. Und jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg. So, ich bin zurück zu Hause. Wir haben lecker gegessen und vor allem sehr, sehr leckeren Kaffee getrunken. Der Kaffee da war wirklich super gut. Und ich habe dazu ein Brötchen mit Schinken gegessen und ein Croissant mit Marmelade. Sehr lecker. Und es ist aber schon ein bisschen später und ich habe auch gerade schon ein paar Sachen noch erledigt. Und deswegen würde ich mir jetzt ein kleines Mittagessen machen. Und zwar werde ich jetzt zum einen hier den Rest vom Pfirsich snacken. So mein kleiner, nicht so super gesunder Snack. Ein Knäckebrot mit Aprikosenmarmelade und ein Eiskaffee mit Milch.
So, und was ich mir überlegt habe, ist nochmal ein Müsli selber zu machen. Das habe ich schon öfters mal gemacht. Aber ich möchte jetzt nicht irgendwie Granola oder sowas machen. Das finde ich auch immer sehr, sehr cool. Aber es ist auch immer sehr, sehr aufwendig. Und ich finde halt cool, wenn man die Sachen so mehr oder weniger Natur belässt. Das heißt, einfach nur so einen coolen Mix macht. Ich werde wahrscheinlich ein paar Nüsse anrösten. Ich würde mir vorstellen, die Haselnüsse zum Beispiel. Und ja, ich habe nämlich so viele Sachen von Koro, so unterschiedliche Sachen. Und die würde ich gerne alle mal in einen richtig coolen Müsli-Mix verwandeln. Ich habe jetzt auch öfters mal in den Supermärkten geguckt, aber irgendwie sind die dann immer super teuer oder es ist super viel Zucker drin. Und deswegen will ich es einfach selber machen. Und zwar ist hier eigentlich der ganze Schrank voll mit Koro-Produkten. Richtig, richtig gut. Da muss ich mich auch mal ein bisschen beherrschen. Zum Beispiel diese Jumbo-Weinbeeren. Dann Cranberries. Weil ich mag zum Beispiel nicht so gerne Rosinen. Also eigentlich mag ich gar keine Rosinen. Aber die sind halt so richtig dick und saftig. Die habe ich jetzt schon ganz oft gesnackt. Dann sind hier Kürbiskerne. Mandelmehl, das werde ich jetzt fürs Müsli natürlich nicht verwenden, das habe ich aber für den Mandelkuchen verwendet. Und die sind auch richtig cool, die habe ich jetzt mal bestellt, Ananasringe, getrocknet. Weil eigentlich mochte ich immer getrocknetes Obst nicht so gerne, aber seit ich Koro kenne, bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Dann eine Megapackung Walnüsse. Erdnusskerne, die benutze ich ja immer für so asiatische Gerichte. Ich denke mal, dass ich, wenn nur ein paar mit in den Mix jetzt geben werde. Und natürlich Mandeln, die dürfen auch nicht fehlen. Da werde ich, glaube ich, einiges von mit reingeben. Und hier die beiden, wie ihr auch sehen könnt, sind blanchiert. Das heißt, es ist keine Haut auf den Kernen, beziehungsweise ja, auf den Nüssen. Was ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Irgendwo waren auch noch Leinsamen. Die kommen natürlich auch noch mit rein. Und dann gibt es einen richtig coolen Müsli-Mix. Und was auch super praktisch ist, ist, dass die Packungen alle wieder verschließbar sind. Mit so einem, wie nennt man das denn, Zipperverschluss. Also man reißt es einfach auf und dann kann man das hier an der Kante immer wieder verschließen, was super praktisch ist, gerade bei den großen Mengen. Teilweise füllen wir das auch in Gläser um. So wie jetzt hier bei den Mandeln zum Beispiel, das, was wir öfters benutzen und so ganz viele Vorräte davon haben, füllen wir auch in die Gläser. Und ja, ich bin jetzt gerade dabei, hier meinen Müsli-Mix zu machen. Und falls ihr das Prinzip noch nicht kennt, bei Koro könnt ihr also alles bequem nach Hause bestellen, also hauptsächlich Nüsse, getrocknetes Obst, aber auch sonst, inzwischen gibt es jetzt auch Olivenöl, das wollte ich demnächst auch mal bestellen. Und dadurch, dass es so große Mengen sind, ist es halt ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ihr bekommt immer 5% Rabatt mit dem Rabattcode BarbaraLoveslife. Also könnt ihr noch ein bisschen was sparen. Und ich mache mich jetzt mal weiter an den Müsli-Mix. Und es gibt auch noch einen sehr, sehr coolen Adventskalender. Den hatte ich beim letzten Mal schon angekündigt. Ich hoffe, der ist noch vorrätig. Das könnt ihr ja mal auschecken. Der besteht aus verschiedenen Nussmusen. Sehr, sehr cool gemacht. Und ja, den könnt ihr euch auch mal unten verlinken, wenn ich ihn finde. Und ja, ich mache jetzt mal weiter. So, nachdem ich jetzt die ganze Zeit Nüsse gesnackt habe, mache ich mir jetzt doch noch was zu essen. Und so haben wir hier die Cashews und so die ganze Zeit rumstehen. Und ja, ich greife immer wieder in die Tüte. Aber jetzt habe ich mir zwei Brote aufgebacken und mache auf eins Erdnussmus und auf eins Aprikosenmarmelade und habe mir noch einen zweiten Eislatte gemacht. In the middle of the night, in this dynamite castle, you and me will be alright.